Hallo liebe Freunde, jetzt ist es wieder Zeit für ein nächstes Inbox-Review-Video. Wir drehen uns wieder um zu meinem großen Stash und was holen wir uns heute raus? Ich würde mal sagen, wir holen uns heute mal eine Sturmhaubitze raus. Das ist noch ein schönes Modell, was mir sehr, sehr persönlich gefällt. Und zwar haben wir hier die Sturmhaubitze 42 von der Firma Dragon und vor allem in der Zimmerit-Version mit dem schönen Waffe-Zimmerit. Wie immer werde ich unsere Gruppe bei Facebook unten verlinken und auch dann wieder die Seite des Gelmates, wo ihr dann noch herausfinden könnt, was ihr zu diesem Bausatz noch vielleicht dazu benutzen könnt, PE-Teile oder was ihr gerne möchtet. So, wir schauen jetzt mal rein in die Box und dann werden wir mal sehen, was euch in diesem schönen Bausatz erwartet. So, Freunde, hier haben wir mal den Bausatz in seiner ganzen Pracht zu stehen. Mal ein bisschen Hintergrundwissen, die Sturmhaubitze 2000, alles klar, 42 wurde nötig, da das Sturmgeschütz 3 immer mehr von der Infanterieunterstützung zur Panzerbekämpfung abgezogen wurde. Außerdem reichte die Spreng- und Splitterwirkung der 7,5 cm Sturmkanonen nicht aus. Deswegen haben sie dann eine modifizierte Version vom Sturmgeschütz 3 Ausführung E mit einer 10,5 cm Sturmhaubitze ausgerüstet. Das ist das Ding hier, ne? So, die eigentlich nur für eine Feldhaubitze entwickelt wurde. Also wir sehen, die Technik von den Haubitzen ist dann immer mehr in die Panzerfahrzeuge reingegangen. Wie zum Beispiel die 8.8er Flak, die ist ja dann halt in den Tiger reingegangen, ne? Ja, und es wurden der Prototyp und 17 weitere Fahrzeuge dann ausgerüstet mit dieser Sturmhaubitze. Und noch hat das Ding eben eine Mündungsbremse, aber ab September 44 so entfiel dann diese Mündungsbremse. Und sie hat sich eben in der Infanterieunterstützung sehr gut bewiesen, hatte aber jedoch nur beschränkte Möglichkeiten, Kampfpanzer zu zerstören, da eigentlich die Durchschlagsleistung und die Wirkung der Haubitze mäßig war und sie hatte durch die Größe halt auch eine sehr langsame Schussfolge. Ja, und das Ding wurde halt bei Alkit hergestellt und insgesamt wurden dann bis Kriegsende 1317 Sturmhaubitzen davon hergestellt. Ja, 4-Mann-Besatzung, ne, und mir war halt eben wichtig, dass bei dieser Sturmhaubitze eben diese Zimmeritbeschichtung mit dabei ist, diese Waffelbeschichtung. Ich meine, es gibt ja eine Waffelbeschichtung, gibt es ja auch von Dragon direkt als Bausatz, wie wir sie hier haben. Oder es gibt auch dann als Attack-Zimmerit für das Sturmgeschütz 3. Habe ich auch noch da und hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem separaten Video schon mal gezeigt. Aber wie gesagt, hier geht es mir darum, um diese Sturmhaubitze 42. Gut. Hier an der Seite haben wir schon mal so ein bisschen, was wir sehen können, was uns innen drin erwartet. Es wurde halt auch mit Slide-Mold-Technik gemacht, dieser Bausatz, damit man eben schön diese Zimmerit-Beschichtung darstellen kann. So, hinten wunderbar beschrieben, was alles hier mit drin ist. Es sind Magic Tracks drin, es sind Metallteile drin und ja, dieser Bausatz kostet halt eben schon mal locker, mal momentan bei eBay so knapp 50, 60 Euro. Ich habe das Glück gehabt und habe ihn aus Großbritannien noch bekommen. Und zu einem relativ guten Preis. Ja, was soll ich dazu noch alles sagen? Wir gucken lieber in die Box rein. Und das Ding ist wirklich wie alle anderen Sachen, die ihr von mir seht, noch komplett neu eingepackt und Schachtel randvoll. Gut. Was hier allerdings seht ihr dann schon die Variante mit ein paar Zusatzteilen. Die packe ich erstmal weg, auf die komme ich dann später dazu. Haben wir noch irgendwo was? Irgendwo war noch was drin. Okay. Und wir fangen dann erstmal wieder von vorne an. Diesmal, wie immer, mit unserer Anleitung, typisch Dragon. Ne? Es gibt wieder viele Teile, die hier blau hinterlegt sind, die wir nicht brauchen. Also unsere Grabbelbox wird sich freuen. Wie wir es von Dragon her kennen, haben wir hier eine schöne übersichtliche Bauanleitung. Dieser Bausatz ist auch mit einer Drehstabfederung ausgerüstet. Das heißt, unsere Diorama-Fans wird es doch dann sehr freuen, dass man dann hier das Fahrwerk beweglich darstellen kann.
So, aber auch nur leider zum Teil. Wir sehen ja hier eben schon welche mit Drehstabfederung und hier leider nicht mehr. Das ist dann halt hier, müssen wir gleich mal gucken, wahrscheinlich dann in der Wanne drin. Aber ich will euch jetzt hier nichts Falsches sagen, deswegen gucken wir uns das lieber dann in Ruhe dann gleich mal an und kommen dann drauf zu, weil ich sehe nämlich, hier muss schon einer von den Schwingarmen verbunden werden mit hier, mit einem extra Teil, und das würde dann nämlich starr dargestellt sein. Bringt uns nicht wirklich viel, wenn wir hier eine Drehstabfederung mit drin haben. Gut. Und dann geht es locker flockig weiter so durch die Anleitung, wie wir es auch gewohnt sind. Dann haben wir noch ein paar Bemalungsvarianten, und zwar 1, 2, Ostfront und auch Ostfrost, ja, weil das eine Wintertarnung ist. Ostfront, einmal Kurland, einmal, hier steht Prussia, ne, sollte eigentlich Russia heißen. Na gut, okay. Wir werden sehen. Ansonsten gibt es hier zu der Anleitung nicht wirklich viel zu sagen. Ihr kennt das aus meinen anderen Videos, was uns dann da erwartet. So, schön finde ich bei diesen Kits mit dem Magic Tracks, dass wir alles hier schön auf einer Pappe zu liegen haben. Das ganz Feine. Zum Beispiel eben hier haben wir ein direktes, schönes, gedrehtes Metallkabel für die Abschleppseile. Und auch hier lasse ich gleich alles drin. Randscharf gedruckte Decals. Wir haben auch wieder ein paar Metallteile dabei für die Luken und für die Lüftungsgitter. Wir haben einen kompletten Satz Magic Tracks dabei. Und Klarsichtteile, die wirklich schön klar ausgedruckt sind, ausgedruckt, ausgepresst, und ein schönes MG, super dargestellt. Ich lasse das meistens immer alles in der Box drin, weil nachher ist es dann sonst alles weg und das ist dann wirklich schade. Aber ansonsten, hier wisst ihr, dass es halt eben einer von diesen Premium-Kits ist, wo alles super toll dargestellt ist und auch eben alles super schön gespritzt ist. Gut, fangen wir gleich mal mit der ersten Tüte an. Und wir haben dann hier gleich unsere Waffenanlage drin. So, da kommt es rüber. Hier sehen wir unsere kleine Knubbelkanone, die eigentlich nur so, naja, 4 cm lang ist. Mehr ist das Ding auch nicht. Aber schön dargestellt als ein Teil. Das heißt, wir brauchen hier nichts spachteln, nichts zu schleifen. Vielleicht nur einen kleinen Grat wegmachen. Ansonsten ist das auch alles in Ordnung. Wir haben hier eben unsere, innen drin, unsere Halterung für die Kanone. Und dann wird sie komplett hier aufgebaut, sodass wir sie in einem Stück reinsetzen können. Macht sich gut für Leute, die dann offene Luken haben, darstellen wollen. Dann sieht man schön in das Innere des Kampfraums. Gut, dann haben wir hier unseren oberen Aufbau des Kasemattenaufbaus und unser Motordeck. So, und hier kommen wir mal auf die Zimmeritbeschichtung. Ich muss mal ein bisschen näher machen hier. So, und die sieht wirklich echt schön aus. Sie ist nicht gleichmäßig, sie ist ungleichmäßig, wie sich das eben gehört dabei. Denn dieses Waffenmuster ist ja auch so geprägt, dass es dann ungleichmäßig ist. Hier am Rand haben wir dann schon hier, wie das dann bei der Fabrikation auch gewesen ist, noch mehr Unregelmäßigkeiten. Und hier der obere Kasemattenaufbau sehen wir dann halt eben mal hier ein bisschen mehr, hier mal ein bisschen weniger, hier mal wieder ein bisschen mehr. Das ist schön, das ist nicht so ganz subtil aussieht, dass es schön alles ungleichmäßig ist. So muss das sein. Und hier auch die andere Seite. Diese Ungleichmäßigkeit, wie wir sie gerne haben wollen. Da kommt auch kein Eduard mit dazu, mit ran. Das ist halt eben alles toll gemacht. Vielleicht noch das Zimmerit von Attack kommt vielleicht auch noch so ein bisschen an die Unregelmäßigkeit ran, aber ansonsten ist das echt genial geworden. Kann man sich nicht drüber beschweren. So, weiter geht's. Das sieht mir jetzt hier dann auch so ein bisschen nach Fahrwerk aus. Ja,
die hintere Version. Da sehe ich nämlich zum Beispiel mal einen Auspuff dabei. Und die Heckplatte, ich sehe hier schon ein paar Schwingarme mit dabei. Und ein paar Stoßdämpfer. Hier ist der Auspuff, einmal links, einmal rechts. Und hier die Rückplatte. Und hier auch ein Stück von der Rückplatte. Relativ unspektakulär. Es ist alles sauber gegossen, ohne Verzug, ohne großartigen Grat oder ohne irgendwelche Fischhaut. Qualität von Dragon, wie wir es gewöhnt sind. So, hier haben wir einen relativ spärlichen Gussast. Hier hat dann Dragon schon Teile rausgenommen, die nicht benötigt werden, damit die Grabbelbox nicht zu voll wird. Hier haben wir dann vorne den Aufbau, wo dann Fahrer und Funker drin sitzen. Und die Abdeckung für den Motorraum etc. Und diverse Kleinteile. Auch schön dargestellt, mache ich euch mal ein bisschen näher ran hier. Die Schweißnähte sehen auch gut aus. Kann man so lassen. Ist in Ordnung, braucht keine Nacharbeit. Sieht gut aus. Auch hier am Rand. Da. Schön gemacht. So, weiter geht's. Also die Box ist wirklich richtig schön voll. Hier haben wir noch mehr Waffenanlage. Also hauptsächlich seht ihr dann eben, dass es sich um die Waffenanlage dreht, die wir dann darstellen können. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man eben diesen Kasemattenaufbau oben wegnehmen kann, dass man dann direkt reingucken kann. Vielleicht auch eine Idee, ne? Und hier haben wir dann Bedienelemente und den Boden, wo dann die Waffenstation noch mit drauf sitzt. Handräder, Sitze etc. Also da bleibt nach oben hin viel offen. Hier haben wir dann das Fernglas, das Periskop, wo sie dann rausgucken. Klasse, klasse. So, dann haben wir jetzt hier das Dach. Ja, hier haben wir das Dach mit der runden Luke, wo wir dann bei den Metallteilen eben auch dann hier die geätzten Teile haben. Das kann man dann zum Beispiel dann eben wegnehmen, dass man dann komplett auf die Waffenanlage gucken kann. Würde ich so vielleicht selber auch machen, dass man da schön reingucken kann. Hier haben wir die Halterung für die Nebelwerfer und schön dargestellt unsere Kettenabdeckungen mit Riffelblechmuster. Naja, gut, man kann es erkennen. Schön fein gemacht. Das Einzige, was man vielleicht noch machen könnte für noch mehr Detailtreue, wenn es einige wollen, da kann man sich dann dieses andere Riffelblech von Eduard als Ätzteil holen. Meiner Meinung nach muss man das aber nicht machen. So, und hier haben wir noch mehr Teile für den oberen Aufbau. Ich sehe nochmal Motordeck und dann vorne die Frontpartie. Alles eben nochmal vollzählig. Hier haben wir dann die Motorabdeckung, die Lüfterabdeckung mit Zimmeritbeschichtung. Auf der anderen Seite haben wir sie, was ich euch vorhin gezeigt habe, ohne Zimmeritbeschichtung, also Grabbelkiste. Und hier nochmal Fahrer-Funker-Abdeckung mit Zimmerit, also das andere in die Grabbelkiste rein. Also den einen Gussast, den ich euch gezeigt habe, haben wir hier nochmal eben mit Zimmerit. Und auch da teilweise sogar mit Beschädigung, finde ich hier vorne echt schön. Das sieht gut aus. Da braucht man halt eben die Beschädigung nicht mehr zu machen. Wer jetzt nochmal Beschädigung machen möchte, der schleift sich dann hier eben ein bisschen was weg. Aber ansonsten finde ich diese Unregelmäßigkeit, die in der Form wiedergegeben wurde, echt beeindruckend. Also da gehört schon einiges dazu, das dann zu entwickeln und zu machen. Deswegen ist auch dieser Bausatz ein bisschen teurer als alle anderen auch. Wie gesagt, ich verlinke euch die Seite bei ScaleMates nochmal. Dann könnt ihr dann zusehen, wie dieser Bausatz dann kostet. Und hier haben wir diverse Kleinteile, Werkzeug und so weiter. Rohrputzerstangen, Wagenheber
und zum Beispiel auch Hammer. Dann haben wir hier Schaufeln, Äxte etc. Hier haben wir die Kauschen für die Abschleppseile, unseren Holzunterlegklotz, Feuerlöscher, Antennenhalterung und hier auch diversen Kleinkram, Nebeltöpfe, weil da können wir auch eine Nebelmittelwurfanlage darstellen. Schön, schön. So, der fast vorletzte. Und hier nochmal ein anderes Kanonenteil. Und zwar haben wir hier die längere Kanone, weil ja eben diese Sturmhaubitze auf dem Sturmgeschütz 3 basiert, wie ich ja vorhin gesagt habe. Also haben wir hier noch die alte Kanone drin. Aber wir brauchen eben hier diese Kanonenblende. Das brauchen wir. So, und deswegen ist hier noch das Rohr von der alten Kanone noch mit bei und auch die Mündungsfeuerbremse. Grabbelkiste wird sich echt freuen. So, Fahrwerk, Laufrollen etc. haben wir hier. Und wie wir vorhin ja überlegt haben, was ist denn mit unserer Drehstabfederung, haben wir hier wirklich alle Drehstäbe mit bei. Denn ich habe gerade hier mal, können wir gleich mitmachen, unsere Unterwanne. Und da müssen wir wirklich alle Drehstäbe erstmal hier hineinführen. Und dann werden wir ja dann sehen, wie wir das dann dementsprechend darstellen können. Wahrscheinlich bleibt dann hier hinten der letzte Drehstab nicht so, dass er eingefedert werden kann. Aber ansonsten können wir alle anderen Schwingarme einfedern. Hier ist auch noch schön Zimmeritbeschichtung mit drauf. Und die andere Seite auch, weil es kann natürlich sein, dass irgendeiner eine Haftladung hier ranmachen will. Ja? Deswegen ist sie hier auch mit bei. Gut, also haben wir eine, bis auf die letzte Achse, eine funktionierende komplette Drehstabfederung mit bei. Schön, wird die Dioramabauer freuen. Gut, viel mehr Teile. Ich meine, es ist schon ein ganz schöner Haufen Teile. Also wenn man sich jetzt das mal anguckt, was wir jetzt hier an Teile jetzt hier alles hatten, das ist schon ein schöner großer Berg. Guckt euch das mal an, ne? Viel Plastik für das Geld. Und es gibt natürlich auch Zusatzteile. Also ich persönlich, ich rede ja immer nur von mir, finde zum Beispiel, dass für eine Sturmhaubitze, wie sie ja nun mal hier ist, ist meiner Meinung nach diese Kette ein bisschen zu dünn. Na, also sie sieht, man, wir haben die große Kanone da, wir haben schönes fettes Sturmgeschütz da, aber eben diese kleine Kette. Und ich will diesmal mal was Neues ausprobieren. Und zwar habe ich von Easy Metal Links, habe ich mir jetzt die Ostkette geholt, weil ich das Ding ja auch darstellen möchte, dass es halt im Winter fährt. Und dementsprechend habe ich mir diese Ostkette dazu geholt, die ein bisschen breiter ist. Damit sieht dann eben diese Sturmhaubitze mit dieser schönen fetten Kanone noch ein bisschen bulliger aus, wenn sie dann eine schöne breite Kette da drauf hat. Und ich habe noch dazu geholt von der Firma RB Models, habe ich mir das Kanonenrohr nochmal extra als Metallkanonenrohr dazu geholt, als gedrehtes Teil. Das habe ich günstig geschossen bei eBay, sonst hätte ich es nicht geholt. Aber ich finde es eben auch nochmal ein kleines Gadget dazu. Sieht schön aus. Aber mir ging es halt eben nur um diese dicken Ketten. Ihr könnt natürlich noch PE-Teile dazu holen, was meiner Meinung nach aber ja blödsinnig wäre, weil ihr habt sowieso schon ein paar PE-Teile mit dabei. Und hier bezieht sich sowieso alles auf die Zimmeritbeschichtung. Und wenn ihr dann eben Zimmeritbeschichtung habt, fallen sowieso einige Halterungen sowieso bei raus. Und es würde sich vielleicht lohnen, dann PE-Teile zu holen für innen drin, für die Waffenanlage, wenn ihr sie dann darstellen wollt. Ansonsten ist das von Dragon ein sehr gelungener Bausatz, den es so sehr, sehr schwer noch zu kaufen gibt, wenn dann zu einem horrenden Preis. Also ich bin froh, dass ich ihn zu einem sehr guten Preis noch geschossen habe in England. Ansonsten gibt es dann halt eben nur noch die Variante, entweder teuer Geld bezahlen, weil es im Handel das Ding wirklich nicht mehr gibt. Dann hoffen wir vielleicht, dass es nochmal eine Wiederauflage von dem Bausatz gibt. Oder eben, ihr baut euch ein Sturmgeschütz 3 um mit Attack
Zimmerit und eben der anderen Kanone. Aber ich hoffe, dass ihr, wenn ihr euch für dieses Modell interessiert, dass ihr das dann auch noch irgendwo mal günstig zu einem halbwegs moderaten Preis bekommt. Ich meine, es ist mittlerweile ja gang und gäbe, dass einige Leute die Marktsituation ausnutzen und dann so einen Bausatz für ja, 70, 80 Euro schon teilweise anbieten. Und das ist meiner Meinung nach echt extrem zu viel. Gut. Wenn ihr Fragen habt zu dem Bausatz, schreibt es unten in die Kommentare rein oder schreibt mich an, wenn ihr dann in unserer Gruppe seid, Panzermodellbau, alle Kategorien. Ansonsten freut euch auf die nächste Inbox-Review. Ich müsste eigentlich mal wieder ein paar Amerikaner machen. Ich werde dann wahrscheinlich mal die zwei Pershings machen, die ich habe. Und dann wünsche ich euch frohes Schaffen.